Hallo, ich begrüße euch zu einem Video über The Walking Dead. In diesem Video vergleichen wir einmal die erfolgreiche Serie von AMC mit den darauf basierenden Comics von Robert Kirkman, die erstmals im Oktober 2003 veröffentlicht wurden. Für alle die, die erste Staffel The Walking Dead noch nicht gesehen haben oder die Comics nicht gelesen haben, empfehle ich dieses Video nicht zu gucken, wenn sie nicht gespoilert werden möchten. Das war's jetzt mit der Spoilerwarnung und dann würde ich sagen, geht's jetzt direkt auch schon los. Dann fangen wir mal mit den Unterschieden an. In der Serie beginnt das Ganze mit einem kleinen Teaser in die Zukunft, und zwar sieht man dort Rick, wie er auf ein kleines zombifiziertes Beißermädchen stößt, welches er anschließend tötet, bevor sie ihn infiziert. In den Comics hingegen beginnt das Ganze mit der Szene, wo Rick und Shane auf die Verbrecher auf dem Freeway schießen, welche Rick anschließend lebensbedrohlich verletzen. Das Ganze sieht man auch in der Serie nach dem kleinen Zukunftsteaser. Dann geht es weiter in Atlanta, und zwar dort befinden sich ja Rick und Glenn rettet Rick, indem er ihnen aus einer Seitengasse hilft, sie fliehen auf ein Dach und entkommen dann aus Atlanta zu zweit. Das Ganze ist in der Serie ein wenig anders, und zwar hilft Glenn da Rick aus einem Militärpanzer zu entkommen, welcher von Beißern belagert ist. Sie entkommen dann mit Hilfe von Andrea, T-Dog und Morales und noch einer anderen schwarzen Frau, dessen Name mir gerade nicht einfällt. In den Comics gibt es Daryl, Merle und T-Dog nicht, Ed Pelletier wird erst gar nicht gezeigt, aber er wurde erwähnt. Ed Pelletier ist der Mann von Carol und der Vater von Sophia. Im weiteren Verlauf der ersten Staffel sieht man, dass Ricks Truppe auf eine Truppe stößt, die sich die Vatos nennen. Und zwar kümmern sich diese um ein Seniorenheim. Sie haben sich erst richtig fanatisch und radikal verhalten, allerdings sind sie später nett geworden und haben auch ihre Hilfe angeboten. In der Serie lebt Shane noch, allerdings wurde er in den Comics durch Carl erschossen. Im ersten Band, gute alte Zeit. Die Beweggründe waren die gleichen, wie auch in der Serie, und zwar die Liebesromanze zwischen Shane und Laurie, und Shane wollte das nicht, und er hat sich mit Rick gestritten und wollte ihn letztendlich töten, wenn Carl nicht rechtzeitig noch eingegriffen hätte. Gegen Ende der ersten Staffel kommt Ricks Truppe an das Zentrum für Seuchenkontrolle, wo Dr. Jenner Sitz hat. In den Comics wird dieses nie erwähnt und wird auch nie gezeigt. Und in den Comics endet der erste Band mit dem Tod Shanes. Der letzte große Unterschied ist nur noch der, dass in der Mitte der ersten Episode von Staffel 1 Rick mit Morgan und Dwayne, das ist der Sohn von Morgan, am Polizeirevier ist, wo Rick damals gearbeitet hat. Und zwar sieht er dort seinen ehemaligen Kollegen. In der Serie hat er ihn erschossen, um ihn zu erlösen. In den Comics hingegen hat ihn Morgan davon abgeraten, da dies nur noch mehr Beißer anzieht. Rick hat auf seinen Rat gehört. Natürlich hat die Serie und die Comicreihe auch Gemeinsamkeiten, ansonsten würde sie ja gar nicht darauf basieren. Wichtige Gemeinsamkeiten sind, dass in der ersten Staffel Amy stirbt, das Schicksal von Jim ist das gleiche, und zwar wird dieser an einem Baum zurückgelassen, auf seinem eigenen Wunsch. Die ganze Story rund um Morgan und Dwayne ist fast dieselbe, bis auf dass Morgans Frau bzw. Dwaynes Mutter nicht weiter erwähnt wird, nur dass Morgan sie auch gerne erlösen möchte, und ansonsten ist die Story 1:1 fast identisch mit den Comics. In Atlanta ist es das Ziel, den Waffensack zurückzuholen, dies ist in der Serie so. In den Comics bemühen sich Rick und Glenn darum, Waffen aus einem Waffenshop zu holen. Als letzte Gemeinsamkeit gibt es noch etwas über die Romanze von Shane und Laurie, und zwar wird diese in der Serie viel mehr ausgeprägt erzählt bzw. beschrieben. Man sieht richtig, dass Shane und Laurie schon so richtig dicke zusammen sind, während in den Comics lediglich das nur ein bisschen angedeutet wird, da Robert Kirkman sich dafür entschieden hat, dies in späteren Comicbänden mehr zu erläutern, dazu aber in einem anderen Video noch mehr. Als letztes habe ich noch etwas zu speziellen Charakteren, die komplett anders sind als in der Serie. Zum Beispiel ein kleiner Unterschied bei Andrea ist zum Beispiel, dass sie in den Comics Sommersprossen hat und die meiste Zeit einen Zopf, während sie in der Serie ja mit offenen Haaren rumrennt. Carol ist in den Comics deutlich jünger und hat blonde, lange Haare. Shane, Glenn und Laurie sowie Dale sind die fast 1:1 übernommenen Charaktere. Sie haben ihre Merkmale wie die Fischermütze, die Police Cap oder die Baseball Cap oder halt bei Laurie auch die langen schwarzen Haare. Ansonsten sind sie nicht viel anders. Also muss man sagen, Andrea und Carol sind wirklich die großen Unterschiede, beziehungsweise Carol vor allem ist ja ein großer Unterschied, während sie ja in der Serie mit kurzen grauen Haaren rumkommt und relativ alt wirkt.
Das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich habe alles kurz und knapp zusammengefasst, was man über die erste Staffel und den ersten Band von The Walking Dead wissen muss, beziehungsweise wo die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede liegen. Und ich habe manche Charaktere noch etwas mehr beschrieben. In späteren Videos bezüglich der Staffeln 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter werden die Videos noch viel ausgeprägter und noch viel größer, denn dort gibt es ja auch mehrere Walking Dead Bände und vor allen Dingen ist die Serie ja auch mit 16 Folgen pro Staffel etwas länger als die 6 Folgen der ersten Staffel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen und dann versuche ich innerhalb des nächsten Monats Part 2 zu produzieren, der sich um die zweite Staffel von The Walking Dead dreht, beziehungsweise dem zweiten Band. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Ciao.